Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen zur Heiligen Messe in der österlichen Zeit und bitte entschuldigen Sie die Verspätung. Wir hatten noch ein kleines YouTube-Problem. Später kann man immer mal schauen, wo es jetzt dran gelegen hat, aber ich hoffe, es funktioniert und auch wenn jetzt der Tag falsch angezeigt wird als Donnerstag im Internet, aber wir wissen ja alle, dass heute Dienstag ist und ich hoffe, dass alle, die jetzt gesucht haben, dass sie jetzt den richtigen Tag auch finden oder gefunden haben. So. Ja, wir öffnen uns für das neue Leben, das Jesus uns schenkt, weil er sagt, wir sollen neu geboren werden und die Auferstehung ist ja eine, wie ein neues Leben, ein neues Geborenwerden und das kann uns auch jeden Tag immer wieder geschenkt werden. Ne? Es könnte jeden Tag passieren, dass man irgendwo eine Krise hat, einen Tiefpunkt und dann betet man und danach geht es einem wieder besser. Und ich denke, dass wir das alle immer wieder so erleben und das macht ja unseren Glauben lebendig. Es ist immer wieder ein Gespräch mit Gott, eine Interaktion mit Gott und diese Interaktion mit Gott, die hilft uns immer wieder dieses neue Leben zu finden. Und jetzt wollen wir den Herrn um Erbarmen bitten. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich, denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Zum Kyrie 130. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns in den österlichen Sakramenten das Unterpfand der kommenden Herrlichkeit gegeben. Hilf uns, den Sieg des Auferstandenen zu verkünden und lass die Fülle seiner Herrlichkeit an uns offenbar werden, wenn er wiederkommt. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Lesung aus der Apostelgeschichte. Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn. Und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Auch Josef, ein Levit aus Zypern, der von den Aposteln Barnabas, das heißt übersetzt Sohn des Trostes genannt wurde, verkaufte einen Acker, der ihm gehörte, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Als Antwort Psalm 52, Abschnitt 1. Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit.
Der Herr hat sich bekleidet und mit Macht umgürtet. Der Erdkreis ist fest gegründet. Nie wird er wanken. Dein Thron steht fest von Anbeginn, du bist seit Ewigkeit. Fluten erheben ihr Brausen, Fluten erheben ihr Tosen. Gewaltiger als das Tosen vieler Wasser, gewaltiger als die Brandung des Meeres, ist der Herr in der Höhe. Deine Gesetze sind fest und verlässlich, Herr, deinem Haus gebührt Heiligkeit für alle Zeiten. Halleluja Ruf 175,6. Menschensohn muss erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst sein Brausen. Du weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus erwiderte ihm: Wie kann das geschehen? Jesus antwortete: Du bist Lehrer Israels und verstehst das nicht. Amen, Amen, ich sage dir, was wir wissen, davon reden wir, und was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Wenn ich zu euch über irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über himmlische Dinge spreche? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja. Ja, liebe Schwestern und Brüder, Jesus spricht zu Nikodemus vom Himmel, von himmlischen Dingen, die natürlich schwer zu verstehen sind. Das kommt im Gespräch sehr deutlich zum Ausdruck. Und damals haben die Menschen, auch selbst die, die schon daran geglaubt haben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, die haben auch eine sehr
vage Vorstellung nur davon gehabt. Also wir können, nachdem wir jetzt 2000 Jahre frohe Botschaft von Jesus haben, können wir uns vielleicht gar nicht in die Lage versetzen, wie es Leuten geht, die das eben, für die das nicht so normal, so selbstverständlich ist. Es gab auch mal eine schöne Kurzgeschichte dazu für die heutige Zeit, wo sich zwei Zwillinge, die im Mutterleib waren, miteinander unterhalten haben. Und dann haben sie sich unterhalten und das eine Baby, das sagte dann, du glaubst du, dass es ein Leben nach der Geburt gibt? Und das andere sagte dann, nee, ich glaube, da ist nichts mehr nach der Geburt. Und ja, das eine dachte, doch, ich glaube wohl, dass es da noch was gibt. Also die Zwillinge, die noch im Mutterleib sind, wissen gar nicht, was nach der Geburt auf sie zukommt und sie haben Angst davor und zweifeln, ob da überhaupt was kommt. Ja, und so kann man tatsächlich mit dieser kleinen Kurzgeschichte auch das von Jesus gut verstehen, dass das Leben so ist, ja, wie man, der Tod so ist wie eine Geburt in das neue Leben hinein und wir sind so wie die Babys, die das noch nicht so genau wissen, was kommt da eigentlich jetzt auf uns zu. Ja, und dann sagt Jesus eben, ihr müsst neu geboren werden. Und wenn man jetzt die Antwort auf das, was Nikodemus fragt, dann ist das ja, durch die Taufe kommt das neue göttliche Leben in uns hinein. Das ist ja auch, was die Leute heute nicht glauben. Die glauben, es ist alles egal, ob ich jetzt mein Kind taufen lasse oder nicht. Ne? Aber dann widerspricht man Jesus. Also für Jesus war ja auch, wann war das, vor zwei Tagen oder Sonntag war das im Evangelium. Jesus kommt durch das Wasser und durch das Blut. Also Jesus kommt durch die Taufe und durch die Eucharistie. Ne? Also man kann nicht einfach so sagen, ohne die Taufe kommt Jesus auch und ohne die Taufe bekomme ich auch das ewige Leben. Es steht wohl im Zweiten Vatikanischen Konzil, dass Gott Menschen retten kann auf Wegen, die nur er weiß. Also wir sagen jetzt nicht, alle, die nicht getauft sind, kommen in die Hölle. Also das möchte ich auch nicht so verstanden wissen. Aber man muss ja nicht immer ein Extrem sagen. Das eine ist, ja, ob man jetzt getauft ist oder nicht, ist sowieso egal. Das andere ist, ja, wer nicht getauft ist, kommt in die Hölle. Da muss es auch noch was zwischen geben. Ne? Also selbst wenn es Menschen gibt, die auch noch auf Wegen gerettet werden, die wir nicht erklären können, die wir nicht verstehen, dann heißt es ja damit nicht, dann ist die Taufe unwichtig. Ne? Das hat man ja im zwischenmenschlichen Leben auch so. Es gibt Dinge, man soll das machen. Zum Beispiel, wenn man sagt, wenn man jemanden trifft, dann soll man den grüßen. Jetzt stellen wir vor, so ein pubertierender Jugendlicher, der sagt, und wenn ich den nicht grüße, was kriege ich dann für eine Strafe? Ja, dann sagst du, ja, da kriegst du keine Strafe zu. Dann denkt der pubertierende Jugendliche, ja, dann brauche ich auch nicht grüßen, dann ist alles egal. Ne? So, ne? Und, aber es gibt dann noch was anderes. Es gibt nicht nur geboten und wenn du es nicht tust, dann wirst du bestraft oder es ist unwichtig. Dazwischen gibt es, das ist wichtig, aber trotzdem kann es auch sein, dass es auch noch andere Wege gibt. Aber das heißt nicht, dass man sagen soll, ach, die Taufe ist jetzt völlig überflüssig, braucht man eigentlich nicht, weil vielleicht kommen die anderen ja auch noch in den Himmel. Ne? Nein, also die Taufe ist ganz wichtig und durch das Wasser und durch das Blut, durch die Taufe und durch die Eucharistie kommt Jesus. Und da ist das himmlische Leben dann schon in uns. Also wir haben dann schon das ewige Leben in uns. Und wenn wir sterben, dann ist das ja trotzdem in uns. Man könnte fast sagen, wir haben zwei Leben. Wir haben jetzt das Natürliche, das stirbt, aber das andere ist ja auch schon in uns und das geht weiter. Und je mehr man christlich gelebt hat, dann ist der Tod nur noch, ja wirklich, dass man durch eine andere Tür geht. Weil dann ist das, Paulus sagt ja, der äußere Leib, der wird immer mehr aufgerieben, der innere Leib, der wächst immer mehr, der wird immer stärker. Das wäre so das Ziel, dass wenn wir mal sterben, dass es gar nicht schlimm ist. Ne? Dass das innere Leben so stark in uns ist, dass wir sagen, ja, ist doch schön, ne, wenn wir jetzt zu Gott gehen, ne, und nicht da irgendwie noch Angst vorhaben. Ne? Und Paulus hat das ja auch gesagt, wo er im Gefängnis war und Todesangst hatte, da sagte der, ja, ich weiß gar nicht, was ich lieber soll. Also mich zieht es zum Himmel. Also wenn ich jetzt zum Tode verurteilt werde, das wäre eigentlich für mich besser, sagt er. Ne? So schreibt er das. Ne? Und dann sagt er, andererseits möchte ich natürlich auch noch bei euch bleiben. Aber nicht so sehr aus Egoismus, sondern er sagt, ich bin ja Lehrer, ich muss euch ja noch vieles beibringen. Von daher wäre es gut, wenn ich jetzt noch nicht direkt sterbe. Ne? Aber das ist so, dann ist das innere Seelenleben ist so stark in ihm, dass er dann
gar keine Angst mehr vor dem Tod hat. Ich sehe aber auch noch eine zweite Bedeutung. Ich hatte ja früher mal auf dem Fahrrad so einen Aufkleber, New Life in Jesus. Und den konnte man kaufen und da gab es ja auch, wo ich meine erste Glaubenserfahrung gemacht habe in Amerika, da nannten die Christen sich wiedergeborene Christen, born again Christians. Also wurde gefragt, bist du auch wiedergeborener Christ? Ne? Das heißt, da war die Wiedergeburt nicht assoziiert mit der Taufe, sondern mit einer ganz besonderen Glaubenserfahrung. Das ist ja auch schön, ne? Weil wie viele Katholiken haben schon erlebt, dass sie in ihrem Glauben ein ganz neues Level erlebt haben. Ich denke zum Beispiel an einen älteren Herrn, der schon auf die 90 zugeht, ich glaube 87 oder so, ne? Und der sagte mir vor kurzem hier in der Kirche mal, ja, eigentlich habe ich erst die letzten paar Jahre so wirklich zu Gott gefunden. Und ich kenne ihn schon lange und ich hätte jetzt gedacht, der ging auch früher schon zur Kirche, ne? Und war auch, eher hätte man den als einen von den Gläubigen betrachtet, so von außen, ne? Aber der sagt von sich selbst, ich habe vor kurzem zu Gott gefunden, in seinem hohen Alter. Ne? Aber das erlebt man wirklich manchmal so. Dann hat man eine Glaubenserfahrung und dann denkt man, was hast du eigentlich vorher gemacht? War das auch? Ja klar, dann meint man, alles was man früher gemacht hätte, war vielleicht so eine Art Vorstufe oder so eine Art Vorbereitung gegenüber dem, was man jetzt geschenkt kriegt. Also sowas kann es auch geben, so wirkliche Wiedergeburtserfahrungen. Und ganz toll, hatte ich ja in der Osternacht auch gepredigt, ist natürlich, wenn jemand so richtig so einen Lebenslauf hat wie dieser Rocker-Seelsorger, der Seelsorger, der wirklich völlig am Ende war und dann von Jesus ein neues Leben bekommen hat. Also Wiedergeburt kann auch bedeuten, wirklich so eine richtig krasse Wiedergeburtserfahrung zu bekommen, dass man von Jesus ganz neu gemacht wird. Und das gibt's wirklich. Und das ist total schön. Aber ich hätte noch eine dritte Wiedergeburtserfahrung. Und zwar, ich meine, dass man die sogar täglich machen könnte. Also man muss jetzt nicht sagen, ja, ich bin in der Taufe wiedergeboren und dann mit basta. Sondern, was ich eben zu Beginn gesagt habe, immer wieder, wenn man so in einen Down, so in so einen Tiefpunkt kommt und dass man eigentlich auch bei einer Krankheit, dass man sagen kann, ich brauche eigentlich ein neues Leben. Ich brauche, sag ich mal, wenn man den Arm verletzt hat, könnte man sagen, ich brauche einen neuen Arm. Ne? Also, dass man das alles, dass man erneuert wird von Gott. Ne? Und da fand ich das auch schön. Jesus sagt nicht, ihr müsst euch anstrengen, um gute Menschen zu werden. Das wäre dann ja unsere menschliche Leistung. Das würden ja viele heute sagen. Ne? Man soll Umwelt und was man alles machen muss, damit die Welt besser wird. Ne? Und Jesus sagt nicht, strengt euch an, um gute Menschen zu sein, sondern Jesus sagt, ihr müsst wiedergeboren werden. Also mit anderen Worten, Gott schenkt euch das. Also es ist ein Geschenk Gottes, diese Erneuerung. Und damit komme ich sozusagen zum letzten Punkt, dass die Wiedergeburtserfahrung, wenn man sagt, also guter Mensch sein, ich schaffe das nicht immer, ich falle auch immer in bestimmte Sünden wieder zurück und wir sind noch nicht so heilig, wie man sich das wünscht und so. Ne? Da ist eben dann die Beichte, die Wiedergeburtserfahrung. Die Beichte, die Erneuerung der Taufgnade. Ne? Also einmal wird man durch die Taufe wiedergeboren und dann wird man durch die Beichte wiedergeboren. Und das ist tatsächlich eine himmlische Kraft, die man bekommt, die ist anders, als wenn man sich nur bemüht. Also wenn jetzt einer die himmlische Kraft noch gar nicht kennengelernt hat, der könnte sagen, meinetwegen die Kinder, die gehen jetzt zur Kinderbeichte und die Eltern versuchen ja ihre Kinder zu erziehen und dann sagen die Eltern, die sollen brav sein und jetzt müssen die auch noch mal beichten. Dann könnte man sagen, rein menschlich, die Tatsache, dass die Kinder jetzt beichten, das verstärkt sozusagen die Erziehung. Also ist wie, dadurch machen sie sich noch mal bewusst, wo sie sich mehr anstrengen müssen. Aber das wäre zu kurz. Wenn die Beichte nur was wäre, sozusagen mehr so einen pädagogischen Sinn hätte, dass man sich nochmal Gedanken macht, wo müsste ich mich mehr anstrengen. Ne? Sondern die Beichte ist wirklich, dass man was neu geschenkt bekommt, was man ohne die Beichte nicht bekommen könnte. Also dieses neue Leben, dieses neue göttliche Leben und eine Freiheit zum Beispiel von Sünden. Und wenn es auch nur für eine bestimmte Zeit ist und dann fällt man doch wieder zurück, aber dann geht man wieder beichten, dann hat man wieder diese Freiheit.
Also die Freiheit, die man durch die Beichte bekommt, ist real, ist ein wirkliches Plus, also ein neues Leben. Aber leider ist der Teufel natürlich auch immer dran, uns das wieder kaputt zu machen. Deswegen ist wiedergeboren werden für mich, so sehr wie ich da auch glücklich bin über eine ganz starke einmalige Erfahrung, aber für mich ist es mehr das Ständige, das immer wieder neu anfangen können und aber nicht nur anfangen im moralischen Sinne, sondern immer wieder ein neues Leben von Gott geschenkt zu bekommen. Amen. Beten wir die Fürbitten. Wir beten zu Jesus Christus, der alle Menschen zu sich ruft. Stärke unter deinen Gläubigen Eintracht und Brüderlichkeit. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Überwinde den Hass unter den Völkern und lass sie Frieden finden. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Gib allen, die sich zerstritten haben, Bereitschaft zur Versöhnung. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Mach uns geduldig und nachsichtig mit den Schwächen unserer Brüder und Schwestern. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch beten für alle Kranken und Schwerkranken, besonders für Nicole aus der Wohnstätte der Lebenshilfe in Höngen, die nach einem Sturz mit dem Rollstuhl über eine Treppe sehr schwer verletzt ist. Sie erlitt unzählige Knochenbrüche am ganzen Körper und muss nun auch noch künstlich ernährt werden. Jesus, lindere ihre Schmerzen und lass sie genesen. Steh den Angehörigen, besonders ihrer Mutter, bei. Sie haben es schwer, das Schicksal von Nicole zu verkraften. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre. Wir wollen auch beten für eine Frau, die sich in einer sehr schwierigen Schwangerschaft befindet und große Angst hat, ihr Kind zu verlieren. Jesus, hilf du. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre. Denn du bist überreich an Erbarmen für alle, die zu dir rufen. Dir sei Dank und Lobpreis jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir wollen auch beten das Gebet der Frau aller Völker. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde. Lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Vorgabenbereitung, Lied Nummer 186.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, gib, dass wir dir alle Zeit danken durch die Feier der österlichen Geheimnisse. In ihnen führst du das Werk der Erlösung fort. Mache sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Nachher zum Sanctus Nummer 132. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen. Wir haben sie verloren. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis an das Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat.
Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unserem Bischof Helmut und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Als Lamm Gottes 133. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares gegenwärtig bist. Ich liebe dich über alles und meine Seele verlangt nach dir. Da ich dich jetzt nicht in der heiligen Eucharistie empfangen kann,
bitte ich dich innig, komme geistigerweise zu mir und nimm Wohnung in meinem Herzen. Ich empfange dich, vereinige mich ganz mit dir und bete dich an, mein Heiland und Erlöser. Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Amen. Lasset uns beten. Gütiger Gott, durch das Werk der Erlösung hast du unsere Schuld getilgt und uns deine Gnade geschenkt. Die Feier der Geheimnisse Christi stärke uns in diesem Leben und schenke uns die ewige Freude. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Und wünsche ich nun allen noch einen guten und gesegneten Abend. Danke gleichfalls. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja, Halleluja. Heiliger Erzengel Michael, schirme uns im Streite. Gegen die Bosheit und Arglist des Teufels sei unser Schutz. Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen Herrscharen, stürze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen die Welt durchschweifen, in der Kraft Gottes hinab in die Hölle. Amen. Als Schlusslied, Lied Nummer 328.